Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 2. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder und hat eine zunehmende Mondphase. Es nähert sich immer mehr zum Vollmond. Mond hat einen Einfluss von Sternbild Andromeda. Wer ist diese Andromeda? Wie beschreibt das die Mythologie? Es gab einmal eine Königin. Diese Königin hieß Cassiopeia. Und diese Königin Cassiopeia hatte eine wunderschöne Tochter Andromeda. Cassiopeia prallte überall. Ihre Tochter sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meerjungfrauen. Die Meeresjungfrauen wurden zornig und haben sich bei Poseidon, dem Gott des Meeres, beschwert. Poseidon schickte die Walfisch in Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Der Walfisch folgte nicht, dass Poseidon gesagt hat, sondern dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer, nahm Andromeda, die schöne Königstochter, und fesselte in Felsen. In der Nähe befand Medusa, und von dieser Medusa hatte Andromeda Angst, war aber gefesselt in diesem Felsen, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda von diesem Fesseln. Und wie soll die Geschichte weitergehen? Die beiden haben sich auch verliebt, Andromeda und Perseus. Dann kam Pegasus, die geflügelten Pferd, und die beiden Liebenden sind dann geflogen. Das war die Befreiung Andromedas. Und diese Geschichte vermittelt uns eine Botschaft. Angstfrei leben, befreien von etwas, weil das hindert uns bei Bewegungen. Natürlich beeinflusst auch unsere Gefühlen und das, was unsere heutige Mondbewegung auch zeigt. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Wiedergeborenen treffen klare Entscheidungen. Es sind Veränderungen, vielleicht unerwartete Ereignisse oder Einflüsse von außen. Aber das ist angenehm. Das hilft auch. Die Wiedergeborenen sollen aber die Ruhe bewahren, weil das gibt die inneren Kraft, die inneren Gleichgewicht. Es ist nicht nur die Arbeit wichtig, sondern auch die Freizeit, die Ruhe und auch die liebe Partnerschaft. Und die Wiedergeborenen sollen darauf achten, auf anderen zuzugehen, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. Die Wiedergeborenen neigen dazu, momentan im Arbeitsdruck zu stürzen, aber damit verlieren sie die Gleichgewicht, verlieren die Ruhe und auch die Kraft. Also darauf achten, dass die Ruhe bewahren und dass die Liebe auch wichtig ist und da sollen sie um die Partner oder Partnerin kümmern und die, wo alleine sind, etwas unternehmen im Freizeit, weil das gibt die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Klarheit und Orientierung. Es ist nicht nur die Liebe wichtig, sondern auch die Arbeit, die Beschäftigung oder ein Termin, den Alltag zu bewältigen. Und es ist wichtig, die Gespräche, die Termine, aber dann sollen die Stiergeborenen aktiv sein, auf anderen zuzugehen, die Kontakte, die Gespräche suchen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Erfolg. Sie sind begeistert von etwas. Es ist auch die Vorwärtsbewegung. Besonders in die liebe Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen gerade Glück. Sie sind auch mutig, sie haben auch Kraft. Wo die Zwillingsgeborenen vielleicht achten sollen, weil da gibt's Unklarheiten, das sind die Gespräche.
entweder in Information und die Zwillingsgeborenen verunsichert das oder ein Gespräch und das verstehen die Zwillingsgeborenen nicht. Also wichtig auch etwas überprüfen oder nachfragen. Und das ist die einzige, wo die Zwillingsgeborenen achten sollen. Ansonsten ist die Leichtigkeit da, die Bewegung, die Begeisterung und auch das Glück. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich gebremst momentan. Es ist auch nicht der richtige Augenblick zum Handeln. Es ist auch nicht der richtige Augenblick etwas Neues starten, weil da sind Hindernisse da. Was bei den Krebsgeborenen gut ist, das sind die Gespräche, eine gute Nachricht, ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. Und sie sollen noch geduldig warten, bis die kommenden Tage etwas verbessert und erst nach Vollmond handeln. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Glück, Erfolg, Anerkennung. Es ist Bewegung. Sie haben noch Mut und Kraft. Es kann sein, dass dieser Neubeginn noch ganz neu ist, wo sich die Löwengeborenen noch nicht auskennen, aber dann sollen sie auch mutig sein und das auch wagen. Die Gespräche, das kann ein Hindernis sein. Das kann auch sein, dass die Löwengeborenen sind von etwas begeistert, von etwas Neues. Und da haben sie auch Glück und versucht jemand sich da einmischen. Und die Löwengeborenen überreden, das aufzugeben oder das nicht machen. Und das ist eher ein Hindernis momentan bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist etwas ruhig. Was gut ist für die Jungfraugeborenen, das ist die Gespräche oder ein Termin oder ein Vertrag. Die Gespräche haben einen Vorteil bei den Jungfraugeborenen und sie können auch etwas klären und haben auch Möglichkeiten und Chancen. Was die Gefühle betrifft, da fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Also nicht unsicher sein, es ist alles gut, auch wenn das jetzt nicht dieser Bewegung ist oder die große Veränderungen, eine gute Nachricht ist unterwegs und Sicherheit, Stabilität kommt auch. Bei den Tierkreiszeichen Waagegeborenen ist wichtig, auf die Gefühle achten, die inneren Gleichgewicht, die innere Ruhe und auch um die Partnerschaft kümmern, um die Liebe kümmern, in eine bestehende Partnerschaft auf anderen zuzugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen und die, wo alleine sind, vielleicht auch Thema Partnerschaft, Liebe, Partnerschaft auch mal damit beschäftigen, weil jetzt sind die Chancen da. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist immer noch eine tolle Ausstrahlung. Und sie werden jetzt wahrgenommen. Sie bekommen auch Anerkennung und Lob. Sie fühlen sich aber innerlich ein bisschen unsicher. In den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit und sie werden etwas erkennen oder von etwas bewusst sein. Wichtiges Thema ist auch Liebe, Partnerschaft, aber auch ein Aufstieg, einen beruflichen Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen kommt etwas in Bewegung. Und die Schützengeborenen begeistert etwas. Es kann auch unerwartete Ereignisse sein, aber das ist sehr gut. Die Schützengeborenen haben da Glück. Die Schützengeborenen haben momentan auch in der Liebe Partnerschaft Glück. Und sie haben gerade Kraft und Mut, etwas Neues starten. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wie eine Sperre da momentan. Es bewegt sich nicht so, wie die Steinbockgeborenen das wünschen. Auch in die Liebe Partnerschaft ist nicht so schön momentan bei den Steinbockgeborenen. Wo sie aber Vorteile haben, das sind die Gespräche oder Termine oder ein Vertrag. Aber heute noch nichts Neues anfangen, weil da sind Hindernisse da. Lieber abwarten und erst nach Vollmond handeln. Und die liebe Partnerschaft wird auch glückliche Momente im Monat November, aber momentan sind noch Einschränkungen da. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur. In die liebe Partnerschaft haben Glück. Sie können auch ihre Ideen umsetzen. Es ist etwas in Bewegung. Chancen, Möglichkeiten haben auch. Karma spielt auch eine Rolle. Auch bei Wassermanngeborenen, auch bei Löwengeborenen. Karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen.
Wo die Wassermann-Geborenen eingeschränkt fühlen, sind die Gespräche, wird aber bald da auch verbessern und ändern. Momentan ist aber noch ein Streitgespräch möglich oder Missverständnisse, kann auch bedeuten, dass die Wassermann-Geborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und das schränkt ein bisschen ein die Wassermann-Geborenen. Die Tierkreise zeichnen Fischengeborenen alles hervorragend. Sie haben Chancen, Möglichkeiten, Begeisterung, Bewegung, Orientierung. Sie sollen aber auf ihren Intuitionen auch hören und die Prozess, was die Fischengeborenen betrifft, momentan die Vergangenheit abschließen und eher etwas verändern und in Richtung Zukunft denken, trotzdem hier und jetzt sein und die jetzigen Möglichkeiten bewusst wahrnehmen. Diese Tagesenergie beeinflusst unserem Leben. Das ändert sich auch jeden Tag. Das ändert sich auch jede Stunde. Das trifft aber jede anderes. Ich kann das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen beschränken. Da haben wir mal ein bisschen Orientierung, aber es ist immer noch nicht persönlich. Ich kann aber das maßgeschnitten anfertigen, berechnen. Und das können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Oder möchten Sie gerne wissen, was erwartet Jahr 2018, welche Tendenzen oder was passiert im einzelnen Monaten ganz genau und welchen sind die günstigen Tage und wo sind Hindernisse? All das kann ich beantworten. Ansonsten empfehle ich die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie stehen vor einer Entscheidung oder haben Sie die Entscheidung schon getroffen? Aber sind Sie unsicher und brauchen Sie eine Bestätigung? Oder haben Sie Fragen wie, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Bleiben wir zusammen? Soll ich mich trennen? Soll ich in dieser Wohnung bleiben? Soll ich umziehen? Kommt eine berufliche Veränderung? Gewinne ich jetzt in den nächsten Tagen etwas? Oder soll ich meine Freundin besuchen? Soll ich diese Reise buchen? Bin ich spirituell veranlagt? Soll ich diese Schulung machen? Und, und. Es sind Fragen, was unserem Alltag betrifft. Und die sind auch sehr wichtige Fragen. Das zu beantworten ist nicht zeitaufwendig und da benötigt man auch keine ausführliche Analyse. Und dazu nützt natürlich ein Blitzberatung. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Beschreiben Sie Ihre Lebenssituation. Stellen Sie Ihre Fragen. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.